Haben alle überhaupt haben alle noch überhaupt Zeit noch für Party 2? Nein. Nee. Nein, schade. Habt aber das können wir doch nochmal wiederholen. Ihr Drückeberger. Du magst keine Partys. Warum keine Mario-Partys? Oh ne, kein Duell bitte. Oh, wobei das Bowser-Feld ist auch nicht so nice. Ich will beide Wege nicht gehen. Mach Battle, lass dir am wenigsten zu verlieren. Bowser kann dir alles kosten an Geld. Bowser könnte halt einen Stern kosten, wenn man Pech hat. Das ist halt das Ding. Ja, oder alle Münzen. Was in deinem Fall stimmt. Viel wäre. Wie hoch ist der Betrag? 20 wahrscheinlich. Ja. Ah, okay, 20 ist okay. Weil wir hatten zu dritt nicht über 20, ja. Deswegen. Battle Game. Das Ding ist, selbst wenn ich Erster werde, habe ich Verlust gemacht. Alter, verrücktes wie bei den Lifting. Promis. Verrücktes Lifting. Hey, wieso? Ja. Du kriegst ja einen Großteil davon. Oh Gott. Oh nee. Und man zerrt an dem Gesicht, bis es wie das gezeigte Beispiel aussieht. Das am perfektesten nachmodellierte Gesicht gewinnt. Boah, in Mario Party 2 war das sogar schwer. In Mario Party 1 ist das zurücksetzen, das ist gefährlich. Das ist... Ja. Die Hand zeigt an, welche Partien des Gesichts gegriffen werden können. Hört sie auf zu blinken, könnt ihr mit A zugreifen. Das ist aber ganz gut, weil bei 1 konnte man das ja noch nicht zurücksetzen. Und dann hast du richtig verschissen. Hä? Wo bin ich überhaupt da? Oh Gott. Hä? Ich weiß nicht, wie das geht. Hallo? Ich hab keine Ahnung. Warum greifst du nicht? Greif! Hä? alle greifen an der Stelle. Hä? Passiert nichts. Oh! Niemand hat das Kind greifen können, oder? Nee! What the fuck, was war das? Egal, zweiter. Was denn er, also? Ah ne, ich hab plus gemacht. Nice, okay. Ich geb plus minus 0 raus, glaube ich. Ist okay. 1. Ich hab 3 Münzen verloren. Party hat die perfekte Idee. 119 Münzen! Guck mal! Mario Party. Das Mahnzeichen steht schon nicht mal mehr da. Ja, aber du musst überlegen, ich kann mit dem ganzen Geld halt nichts machen. So. In 5 Minuten. Ja, aber du kriegst Münzstern. Wie hat Dave Diamond noch 91 Punkte geschafft? Die habe. Also ich bin dran. Ne, ich hab keinen Neutron. Danke, aber. Aber was halt auf jeden Fall klar ist. Nein, bitte nicht. Ich kann es mir nicht mal leisten und ich würde eh nicht. Okay. Jetzt könnte ich es mir leisten. Er gönnt keine Party. Nee. Müsste ich ja Ahnung mit einladen, sehe ich nicht ein. Wie gesagt, wenn ich mich erstmal auf irgendjemanden eingeschossen habe, dann. Aber voll. Dann wird da voll drauf committed. Oh nein. Also, Nein. Münzen gleichsetzen? Dein blindes Schicksal sei gegrüßt, Luigi. Willkommen auf dem Bowserfeld. Oh nee. Was heißt denn da Anti-Bait? Ich ausblick oder freue dich an einem meiner schaurig schönen Minispiele. Komm zu mir, das Roulette wird dein Schicksal bestimmen. Blacky, was passiert mit uns? Kein Minigame. Boah, das Gelbe ist aber widerlich. Aha. Ja. 30 Münzen für Bowser. Münzen für Bowser, exzellent. Bei diesem lustigen Spiel gibst du mir deine Münzen. Die Spiele mögen beginnen. Was, bist du sogar gar keine Münzen? Nicht meine einzige? Nein. Wann bist du blank? Das bricht mir mein Herz. Oh, ich kann es nicht ertragen. Bitte nimm diese 10 Münzen. Auf Nacken. Das gibt's das zweite Mal schon heute an dem Abend, ne? Zurückgeben. Sei nicht albern. Ich schenk sie dir. Du benötigst sie viel dringender als ich, du Lappen. Ah, danke. Du bist ja nur Erster. Tschüss. Wow. Hier noch winkt, Alter. Was heißt denn hier Anti-Mate? Wir spielen hier gegeneinander, ja? Gar keine wortlose Absprache. Was war Torpedoschlacht? Arno? Was denn? Torpedoschlacht!
Hm? Der Steuermann des U-Boots und der Bordschütze müssen kooperieren, um so viele Ziele wie möglich zu zerstören. What? Peach und Yoshi, U-Boot steuern, so, vorwärts. Mit wem bin ich rückwärts. Im Team? Mit Arno. Arno und Luigi, Torpedo lenken, Torpedo allein für den SFX, den er gerade schon wieder aufgenommen hat, während das Torpedo nach dem Abschuss gelenkt werden. Man trifft leichter, wenn man den Torpedo im Auge behält. Kannst du mal kurz die Steuerung zeigen? Ja, ja. Also okay, also mit A fahre ich vorwärts, U-Boot, und das hat scheinbar so eine B, ja, vorwärts, rückwärts. Ah, ich kann rückwärts fahren, Okay, und die anderen, die schießen, können die nur schießen oder können die auch actually lenken und sowas? Ja, die können ganz schnell lenken. Soll ich wichtig spielen? Ja. Wichtig oder nicht wichtig? Ganz schnell. Dann versuche ich uns mal in Position zu bringen, Rumpi. Ich bin Hauli. Was müssen wir überhaupt machen? Ich habe nicht aufgepasst. Wir müssen Ziele abschließen. Was actually gar nicht so einfach ist. Boah, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, so, aber so sollte passen. So sollte passen, oder? Ja, Moment. Guckt mal. Nice. Ja. Wo sind die anderen? Die stehen gerade. Nein, ich meinte eigentlich, wo die anderen Schilde sind. Tja, ne? Warum stellen wir sich hin und machen einmal mit sogar richtig spielen mit dem Kerl und dann. Wer muss bei denen fahren? Anno Best Mate, ja, das ist toll, ne? Ich sehe nix. Ich hab bei den anderen gerade eins gesehen, aber frag mich mal nicht, wo das ist. Ja, hallo Anno, ne? Wie geht's dir? Ach, ganz gut, guck mal, ich hab mir Schokobons geholt. Ah, geil. Ja, bei mir im Chat unterhalten. Ha? Schaffst du. Einfach mit der Ruhe konzentriert zielen und dann geht das. Schaffst du. Egal, reicht doch so. Nee, ich möchte mal ganz kurz sagen, ich habe meinen Chat noch gefragt. Ich habe noch gesagt, während ich mich gemutet hatte, so, ich könnte ja als Arno eigentlich super betrayen einfach. Und dann habe ich im Chat gefragt, soll ich richtig spielen oder nicht richtig? Dann Chat meinte, er spielt richtig. Und dann gucke ich so, wieso schießt der nicht? Schau in die Cam, er ist weg. Ich habe mich sogar auch noch mit dem Chat überzeugen lassen, dass ich mit ihm richtig spiele. Und dann geht er. Das ist, seht ihr mal, Chat, ja? Hat Arno dich getrollt? Er war nicht da. Er ist kurz vor Ende erst wiedergekommen. Oh Mann. Wir hätten leider kein Eis mehr gehabt. Naja. Und jetzt, Chat, fragt euch noch mal, warum ich so gegen den Kerl da schieße. Ha? Wo ist schon der nächste Bahnhof? Der Bahnhof wäre sogar einen Ticken weiter. Eine absolute Frechheit. Das könnt ihr mir jetzt nicht vorwerfen. Einfach mal gucken. Hätte ich auch gemacht. Dann frag doch deinen Arno. Nee, den frage ich nix. Gute Nacht, Neon! Wow. Ja. Nacht, Neon! Ich brauche halt unbedingt Sterne, so ich komme halt zu nichts. Das ist so widerlich. Und wir haben auch zu wenig Runden, um noch irgendwo anzukommen. Okay, tschüss. Fragen Sie Ihren Arno in der Umgebung, ob er mit Ihnen spielt oder lieber alles andere macht. Warte mal, der dreht gar keine Runde bis dahin, wo ich bin. Oh, ich dachte, der kann mich jetzt wegschießen. Dann hätte ich mir nämlich eine halbe Runde gespart zum Laufen. Das war der eigentliche Plan. Joa. Ja, Hand drauf. Das ist Winky-Mode. Mehr kann es nicht. Moment, was, alle? Wait. Also. Wähle deinen Gegner. Und Ugram ist das eigentlich egal. Ja, du kannst glaube ich eh nur bis 7 Münzen setzen, ne? Ich kann eh nur 7 Münzen wählen. Ne? Ja. All in! Ja, dann machen wir was, Hoppan.
Nummer 7. 7 Münzen, los. Korkenduell. Wir kommen zum Korkenduell. Gumba wird herunterzählen. Sobald Gumba das Kommando Go gibt, drückt ihr den A-Knopf. Sieger ist derjenige, der seine Spielzeugpistole am schnellsten zieht. Wie noch schön betont wird, dass es eine Spielzeugpistole ist. Es ist halt... Sieht aber schon zu echt aus für die Gamescom. Ah! Wie süß das ist mit diesem Flummi, Alter. Das ist ein Korken, ein Korken. Ja, stimmt, ein Korken. Ist der Korken. Peach hat gewonnen. Oh, der Korken. Guck mal, hier sieht man wirklich so die Oberschicht, weißt du, die wirklich dem armen Bürger noch seine letzten 7 Münzen gibt, weil die einfach sagen, ich hab zu wenig. Und draußen vor dem Fenster etwas. Ja, das sind die Armen. Ja, genau. Moritan Männer. Guck mal, wir haben uns das vorher. Stehen Sie vor meinem Panoramafenster. Oh. Das Pferd bewegt sich hier! Ich freue mich schon auf Madison Manor, das mal nachzugucken. Moritan Manor, natürlich. Ja. Da heißt das neue, doch, das neue heißt auch noch Moritan Manor, ne? Die heißen immer Moritan Manor. Ah, Milchi, wir beide. Ja. Himmelsfähiger, das ist eine Pokémon-Attacke. Himmelsfähiger ist eine Scheiß-Attacke. Aber das ist widerlich, das ist richtig, richtig widerlich. Das sagst du bei jedem zweiten Spiel. Aber das ist halt widerlich. Der Spieler am Steuerknüppel und der Flügelschläger müssen perfekt kooperieren, um das Ziel zu erreichen und zu gewinnen. Milchi, möchtest du mal meinen Knüppel? Yoshi und Wario. Du musst denken, Flugzeug ich muss steuern. Paddeln. Okay, und Flügelschlagen. Achso, hoch und runter. Wir müssen bedenken, okay. Wir müssen Kanonen dodgen. Das ist super schwierig, weil dann ist es manchmal irgendwie schwieriger, nicht zu flattern. Und ich kann das nicht abschätzen. Hallo, hast du Bock oder wollen wir skippen? Nee, gönn. Je perfekter der Flügelschlag ist, desto schneller wird das Flugzeug. Senkt die Flügel deshalb, wenn der höchste Punkt erreicht ist. Guck mal, mit Rio spielt er. Okay. Mhm. Senkt die Flügel, sobald er den höchsten Punkt erreicht. Der hat ein persönliches Problem mit uns. Ich frag vorher noch, ob er Lust hat. Das hat Dave nicht. Also muss ich jetzt schnell drücken oder muss ich... Ich glaube hoch und runter oder so nimmst du an. Ich will die Kamera drehen. Ich hasse es. Hä? Müssen wir durch die Ringe? Links, rechts. Ganz ruhig, Dave, wir schaffen das. Müssen wir durch die Ringe? Die Ringe boosten. Hauptgeschwindigkeit! Yeah! Oh, ich kann am nicht lenken währenddessen. Alles gut. Scheiße. Ah, oh, sehr gut! Dave, du Maschine! Egal, du bist trotzdem Godgamer, Dave, weiter! Wow, wo kommt denn die her? Oh, nice! Sehr gut gemacht. Fickkanone, ey. Oh. Das war gemein. Scheiße. Was sind das für Dinge? Noch hinterher. Ich glaube, die sollten wir dodgen. Was soll durch? Wir nehmen da einen mit. Na, Sachen mit Bowser-Gesicht sind tendenziell nicht so gut. Also ich nehme auch gerne einen mit. Ich finde es übrigens gut, dass du gut im Lenken bist, also beziehungsweise, dass du überhaupt am Lenkpaddel bist, weil ich lenke hier so grottenscheiße. Ich glaube, unsere Teamverteilung ist gerade richtig gut. Wow! Oh, der... Egal, schaffen wir. Die anderen sind hinter uns, wir müssen uns beeilen. Oh. Nein, Dave, das war der Nagel im Sarg! Ach, come on, wirklich? Ja, oh, das ist ärgerlich. Die zweite Kanonenkugel hat's leider, boah, ist das schlecht. Rio, wir waren nice. So weit vorne. Wir waren so lange hinter denen, und die letzten ihr wart vor allem richtig weit hinter uns. Vor allem, die Kanone war richtig frech, weil die komplett hinter Wolken war. Ja, wir haben auch einfach eiskalt nachgezielt die ganze Zeit. Aber trotzdem, du hast Giga gut gesteuert. Ah ja, was ey, das ja. Puh, so unverdient nice. Bei denen, ey. Was? Ja. Die hätte zur Hälfte zumindest. Guckt mal, ihr habt Müll vor uns abgeschlossen und wir wurden viermal getroffen, weil ihr einfach nicht könnt. Viermal? Ja, du musst dich halt nicht drücken lassen, ne? Wir wurden nur einmal getroffen. Nein, wir wurden viermal getroffen. Ach, und trotzdem waren wir so weit vorne. Ja, dafür habe ich vorher ein halbes Jahr die Steuerung verpennt. Ja. Also. Gerne. Hallo, A? Ist das die Rache fürs Minigame? Ja, ich habe ja durch ihn kein Geld bekommen, weil er nicht mitgespielt hat, von daher.
Meinst du, machst jetzt Schuldenausgleich? Genau. Oh, er drückt nicht mal was. Er geht ja schon wieder. Er möchte nicht mit mir interagieren. Ach so, möchte verstehe. Das nicht. Braucht ihr noch gerade was zu trinken? Ich glaub, wir haben Herbst die sehr gegen uns aufgebracht. Ein bisschen. Ich glaub, dieses GZ Arno und Rio ist gar nicht mal für Arno und Rio gemeint. Ich glaube eher, dass das sehr gegen uns gemeint ist einfach. Das ist nur so ein grobes Gefühl, das ich habe. Na? Oh je. Oh, du hast kein Geld. Oh. Naja. Du wolltest einfach versucht. Nur noch mehr ausnehmen, oder? Ich hätte es gerne einfach ein Duell gehabt. Ach so. Die Sache ist die, ich wollte einfach nur in nächster Nähe sehen, wie Dave gleich in Mini-Bowser rennt. Oh. Das wollte ich mir ja nicht nett. Nehmen lassen. Du ja auch. Das ist... Oh, der Shop. Oh, du kannst jetzt Schlüssel kaufen, oder? Jo, gut, geil. Machen wir doch mal. Nice. Aber meinst du, das reicht noch? Mit knapp. Ach ja, doch. Wohl. Er müsste oben langlaufen, oben komplett rum und dann oben rechts den Schlüssel dann benutzen, ne? Oh, was ich eben aufgemacht habe, ist jetzt nicht mehr offen. Toad. Nee. Den musst du mal wieder aufmachen. Okay. Nee, nicht puzzeln. Nee. Na gut, kein anderer kommt dahin. Also, wenn, dann hast du noch eine Chance. Oh Gott. Führt Stampfattacken aus, um die Puzzleteile aufzudecken und das Bild richtig zusammenzusetzen. Der schnellste Puzzler gewinnt. Bewegen, springen und Stampfattacke. Ihr könnt jedes Feld so drehen, dass es drei verschiedene Bilder zeigt. Versichert euch, dass die Puzzleteile zueinander passen. Oh Gott. Okay. Das ist viel zu spät um die Uhrzeit. Wo bin ich denn da? Hallo? Gibt's bei so einem Game eigentlich auch irgendeine Strategie, ja, oder ist es einfach nur, wer schneller AZ hämmern kann? Ich glaube, wer schneller ist. Mir würde jetzt nicht, muss ich zugeben, vielleicht ist aber fehlende Intelligenz nicht einfallen, wie ich das hier beschleunigen könnte. Ja, ich habe schon einen Fehler gemacht. Ich habe ein richtiges weggelegt, weil... Unser Momentum. Hallo? Ja, Arnold. Oh. Oh. Kannst die Wege halt optimieren. Ja. Ich glaube, aktuelleren Spielen konntest du sogar dann auf zwei Feldern gleichzeitig eine Standplatte. Ja, das habe ich am Anfang versucht. Nicht. Dass ich einfach vier direkt mache, aber. Oh. Soweit so nicht. Ja, genau in die Mitte von vier hätte ich ja halt vier auf einmal machen können. weil vier falsch waren. Nein. Das ist kein Xbox-Pad. Das ist nicht A. Oh, nochmal Geld. Alle wollen Geld. Das ist mit meiner Steuererklärung hier. Ja. Ach ja. Er kriegt einen Stern, oder? Ich wusste es! Oh, lol. Oh, Gott! Das erste Mal in meinem Leben, dass ich von so einem Ding mal einen Stern krieg. Alter. Jetzt kommt Herbst, die GZ-Arno. So unverdient. Keine Leistung erbracht und dann noch belohnt werden. Es ist... Ja, danke, Luffy! Seid auch sofort so unverdient! Boah, seid ihr scheiße heute. Es ist Mario Party! Dann weckt die niedersten mit Liebe und Instinkt in den Menschen. Es ist wie Monopoly. Was ist das denn? Lava-Insel. Kämpft auf der Verschiebeinsel gegen eure Mitspieler und versucht sie herunterzustoßen. Der letzte Spieler auf der Insel gewinnt. Bewegen, springen, angreifen, Stampfattacke. Seid auf der Hut, wenn der Boden zu wackeln beginnt, sonst fallt ihr herunter. Wario-Party.
So unverdient, der Dude hat gegen alle gekämpft. Ja, und verloren. Weil er keine Leistung erbracht. Wenn sich jetzt unter mir das Ding verschiebt, falle ich dann, oder? Oh ja, oh Gott, ja. So, oh Gott, ich muss springen. Alter, die Steuerung ist ja... Nee, da will ich nicht hin. Nee. Das war so dumm, Alter. Wir waren einfach nur in die Luftboxen. Lass mich in Ruhe! Hau du mich doch nicht! So. Naja, egal. Ich hab mich nicht mehr getraut, weil ich Angst hatte, selber was zu fallen. Nichts passiert, ne? Ja. Ist okay. Als ich auf dich draufgesprungen bin, mich hat's so weit zurückgehauen dadurch. Ich dachte wirklich, ich fall runter. Ja. So, ich glaube, den hast du jetzt lang genug gehabt, oder? Ah, okay. Aber ich habe ihn mal warm gehalten, ja. Ja, danke schön. Ich habe schon wirklich gedacht, du gehst auf Arno. Ich hoffe, du hast keine Kratzer hinterlassen. Ich habe meinen Namen eingeritzt, aber ansonsten. Ach, Mann. Rio, was hier? Aber danke fürs Aufpassen. Da ist ja ein brauner Streifen dran. Irgendwo muss ich den einpacken. Oh, jetzt habe ich aber wieder eine realistische Siegeschance endlich, wenn jetzt nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Unvorhergesehenes. Oh, was, die letzte Runde? Ich dachte, wir sind in der vorletzten. Da möchte ich auch eine Runde zufahren. Ja, warum nicht, ne? Einfach nochmal letzte Runde nochmal Zug enjoyen. Ja, wenn du Gumba stoppst, fahren wir rückwärts. Das war nicht nur ein Witz, also das ist schon möglich. Es wäre so witzig gewesen. Es wäre halt nicht mal schlimm, aber es wäre einfach nur dieser Spite gewesen. Hat er richtig was gemacht, den Schlüssel zu kaufen. Hey, Rio wäre jetzt sogar noch näher an dem Stern dran, also basically... Kriegst du halt selber nicht. Oh nein. Ist das nicht schon mal passiert heute? Ja, am Anfang. Okay, für die ganzen Game habe ich eine Runde, die abgekürzt war, fertig spielen dürfen. Haha, Rio muss am Ende neben Arno sitzen. Scheiße. Oh, hast du vielleicht noch etwas Klebstoff übrig, Rio? Das zählt sogar noch als Duell. Zeit für ein Mini-Spiel. Mein Klebstoff ist das gut. Klebstoff. Ja, gönn. Gönn. Das Ding ist, Strategy Dave kann immer noch gewinnen. Sehr gut sogar. Kann ich? Ja, safe, wir haben alle zwei Sterne aus der Ahnung. Ach komm. Ja, aber ich habe keine Minispiele gewonnen. Ja. Also kaum. Also ich bin halt für Luigi, der ist grün. Schade. Dieses Geräusch auch. Das ist so süß einfach. Ich finde Mario legit furchtbar. Als ich glaube, die haben das später gemacht, dass der Korken einfach nur aus der Pistole rausploppt und mit so einem Seil noch wieder zurückgezogen wird. Also das war denen anscheinend schon zu gewaltvoll. Oha. Fruchtkorb! Oh Gott, okay. Ich hab mein Glück in dem Game Zauber Gewinn safe aufgebraucht. Glück. Aber allein, dass wir in 20er-Dingern Spiele so oft haben oder mehrfach Duplicates. Ja. Ist wild. Oh, keine Ahnung, womit ich anfangen soll, Bruder. Ich mache einfach zwei, damit es schneller vorangeht. Das war mein Gedanke. Das ist so weit weg. Das soll jetzt auch passieren. Dave. Mir ist genau aufgefallen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Dave, wenn du keine 2 nimmst, kickst du mich raus. Merk dir das. Was? Eine 2!
danke. Hör doch auf mit Verneinungssachen um die Uhrzeit. Okay, okay, ich hab ja wirklich nicht verstanden, was du von mir willst. Wenn du keine zwei, dann hör was? Ja, okay, sorry, okay. Wie ist der Wörter da standest? Was? Was? Ich glaube, hier ist egal, oder? Ich, glaub, ich hier bin ist zu kaputt, egal, um das noch zu kalkulieren. Es ist wirklich so fucking schwer. Keine Ahnung. I don't know. Ja, ich muss, glaube ich, zwei. Obwohl Arno könnte mit dir co-oppen. Na, ja, irgendwann, das wird schon passen. Wenn ihr mich killen wollt, bin ich am Arsch. Arno kann entscheiden, wer rausfliegt, das ist so. Ja. Ja, ja, es war klar. Oh mein Gott, Arno! Ich hätte drauf gewettet. Ich glaube einfach, dass das keine... Jetzt ist halt die Frage, war das jetzt Nettigkeit mir gegenüber oder war das jetzt, oder sieht er mich einfach als einen schwächeren Gegner? Das war einfach der Hass mir gegenüber in der Runde. Keine Sorge, Schatz, wir schicken Milchi demnächst einfach mal Rachepost. Wait, what? Ich glaub, mal gucken, was wir dann so verschicken. Hab gewonnen. Ja, das stimmt. Ich warte jetzt einfach mit der Zeit. Ja, was passiert dann? Dann springt er einfach tatsächlich. Ja. Ich hab original in meinem ganzen Leben zweimal in diesem Game gewonnen. Das waren die beiden Male, die ich jetzt hier gespielt habe. Das ist noch schön, ne? Ja, du musst vortreten, Milchi. Ladies first, ne? Ich kann das Spiel gar nicht, also... Hä, Cassie? Warum krieg ich Rachepost? Ich hab nicht mal gegen Rio gekämpft. Hä? Warum krieg ich jetzt Cassie Rage? Womit hab ich das denn verdient? Ich hab den im Stern geklaut, aber den hat er zuerst mir geklaut. Was, jetzt durch? Wie frech ist das so. Denn? Oh. Das ist wirklich spannend. Nein, ich hab als erstes Ahnung. Achso, jetzt gerade, glaube ich. Ja, das kann sein. Ja. Oh, ein guter Kill-Action. So, ja. Bonussterne. Der Minispielstern. Wird Michi sein, ja. Oh, Peach! Ich hab ne Chance. Liegt vorne. Noch ein Stern, dann hab ich gewonnen. Der Münzstern, ja. Der die meisten Münzen des Spiels gesammelt hat. Geht auch an Peach. Weil, einfach zwei Sterne, weil wegen, also, ne, am meisten Münzen und dann nochmal so. Und der alte Stern. Jeder Wario und Luigi. Bin ich Dritter, aber immer noch vor Arno werden mehr Münzen, oder? Die Verkündung des Superhelden. Ich habe eine offizielle Ankündigung. Unser neuer Superheld ist... Wir haben ein Riesenproblem. Billy the Bowser überfällt gerade die Todbank! Oh nein, nicht die Todbank! Die hat 25 Münzen! Ich wollte gerade sagen, die ist doch so reich! Die wir haben. Pass auf, Kumpel, du holst mehr Münzen! Du solltest nicht mehr Münzen sonst! Ich wollte auch mal einsprechen. Wer ist da? Dem Himmel sei Dank, es ist... Hier ist Sheriff Peach! Warum ist auf der Todbank eigentlich ein was Kuppelogo willst du denn? Drauf? Halt dich hier raus, sonst knallt's! Zu Hilfe! Keine Zeit! Oh. Okay. Geh mit Hilfe, Hilfe, Hilfe! Und jetzt zieh! Bam, bam, bam! Jetzt ist einfach eiskalt erschossen. Einfach mit dem scheiß Korken, ey. Nein, nicht in den Mund! So dumm, Alter. Oh, du knallst mir eine. Was? Einfach Waffe geküsst. Ich hab gewonnen. Wer hat Kanalpunkte gewonnen? Wer war Believer? Wer hat beliebt? Ja, hat warte. Blacky beliebt? So, Ergebnis wählen. 50% gegen übrigens eher auf dich. Blacky war Dave. Das Witzige ist, Blacky hat letzte Runde an mich gedacht und hat gesagt, dann glaube ich einmal an Milchi und dann verkackt er. Und dann die nächste Runde, wo er nicht aufsetzt. Blacky, ich glaube, du bist nicht gut im Betten. Hab meine Leute enttäuscht. Komm wieder. So.
Sorry, Tobi und Herbsti haben gewonnen. Wow. Ich wollte dir 6er im Lotto machen, aber ging nicht. Ich bin vor Arno, ich habe mein Ziel erreicht. Das Nein, alles, was ich wollte. Herbsti, ich war nicht frecher gegen Arno als Arno gegen mich. Kanalpunkte will ich nicht für den deutschen Mädchen. Ich weise diese Schuld definitiv von mir. Arno hat mich aber so fertig gemacht. Der hat wirklich, ich hatte nichts mehr, da hat er noch nachgetreten. Ich habe noch mit ihm abgesprochen, es wäre taktisch schlau, jetzt Dave die Münze abzuziehen und sagt so, ja, lass uns das machen. Und dann geht er zum Buhu und zieht mich ab. Und jetzt soll ich der Böse sein, dass ich mir das zurückgeholt habe? Ne. Die Frage ist, Milchi. Ich nehme diese Idee jetzt noch nicht an. Das Game ganz entspannt spielen. Hast du das Game ganz entspannt gespielt? Entspannt runtergespielt? Tatsächlich habe ich es entspannter gespielt als das letzte. Ja, das klingt doch sehr geil. Man merkt irgendwie, dass dieser Mario Party Teil ein bisschen besser für die Nieren ist. Die Aber Nieren? Dreimal täglich spülen. Du kriegst von mir eine Nussschokolade, okay? Sind wir dann wieder quitt? Oh, ich würde so gerne jetzt noch Mario Party 3 spielen. Ich auch. Nein. Ja. Doch. Ihr könnt ja alleine spielen. Ja, spielt ihr mal. Leider war schade, dass ihr nicht mehr wollt. Ich leider nicht mehr können. So, ums Wollen geht's nicht, ja. Ums Können. Nacht ist doch jung. Das aber wir nicht. gelber Zettel reguliert. Ach so. Ach man. Nein, ich fand's super. Ich glaube aber, jeder hier in der Runde weiß ja, wie es gemeint war. Gute Nacht, Luffy. Also, wie geht's, was, Bibo? Gute Nacht! Der spielt gegen die stärkste KI. In 3 gewinne ich da immer noch. Oh. Also ich hatte Spaß. War das gerade Challenge Time? Wie schaut's bei euch aus? Ich hatte Spaß. Auch vor allem weil Intrigen. Genau, das richtig Bock gemacht. Das macht Mario Party doch aus. Ja. Vielleicht planen wir für sowas für nächstes Mal auf Samstag ein oder so. Ja. Ja, wäre eine Idee, ne? Wie schaut's nächsten Samstag bei euch aus? Ah, ne, warte mal. Am Wochenende kommen Mario RPG raus. Ich bin ausgeplant nächstes Wochenende. Okay, und dann wird es nicht raus. Ich weiß nicht, was du hast. Mario Party ist ein Mario RPG. Keiner. So wie hier geroleplayed wird, so wie hier Leuten ins Gesicht gegrinst wird mit einem Messer im Rücken. Oh. Das ist Rollenspiel. Der vergiftete Muffin wird verschenkt. Weil wer ist schon ein Apfel? Ja gut. Ja. Wunderbar. Dann, ich bedanke mich bei meinen Mitspielern fürs Mitspielen. Wir haben zu danken. Habt ihr meinem Chat noch was zu sagen? Viel Spaß bei Phoenix Wright. Geiles Anwaltspiel. Objection! Lass Dave mal ein paar Witze erzählen nachher noch. Oh nein. Dave, hast du eigentlich schon das Papageien, die Zähne gehabt? Ja, die hatten wir. Hast du schon? Polly. Ah, sie ist so gut. War, hat der Zeuge noch irgendwas zu sagen? War verwirrt. Ich hab das so gefeiert. Warum auf einmal der Papagei im Zeugenstand war? Ich rufe den Papagei in Zeugenstand. Ich dachte, Arno, dein Liebling wäre der Blue Badger gewesen. Die Szene war auch schön. Aber so Blue insgesamt. Jetzt hat er gespoilt. Oh Milchi, Spoiler! Was spoilt denn das? Ja, was hab ich denn gespoilt, Dave? Was weißt du denn jetzt? Was ist denn der Blue Badger? Ja! Was macht der? Wann kommt der? Du wirst ihn erleben, Dave. Und ich hasse die Musik davon. Jetzt werde ich ihn dauernd erwarten. Und werde immer enttäuscht sein, wenn er nicht da ist. Super. Okay. Damit wo willst du für Kanalpunkte? Komm gleich so wieder. Aber Dave, ich muss, bevor ich gleich hier raus bin und mich in Text verwandeln, muss ich dir noch sagen, ich habe mich sehr geehrt gefühlt über unsere Allianz. Ich finde es übrigens auch gut, dass ich jetzt weiß, dass man sich auf dich in einer Allianz verlassen kann. Weil eins kann ich dir sagen, solltest du jemals, und merk dir jetzt schon meine Worte, solltest du jemals mit Kevin Mario Party spielen, auf den ist kein Verlass. Mach keine Allianz mit Kevin. Nicht mit Sora die Race. Das kommt drauf an, wie man mich behandelt. Ich kann auch sehr jemanden in den Rücken fallen. Die Frage ist nur, wann kommt dann eigentlich das gemeinsame Pokémon Crystal Bingo mit uns? Ja, mal einfach mal mit. Zu viert.
Machen wir nochmal zu viert. Ja. Ihr seid ja immer eingeladen. Ja. Ja, dann ist komisch. Also, anscheinend verschollen gewesen. Ich, also, um mitspielen zu können, brauche ich ja nur ein YouTube-Video als Bewerbung. Das schickt ihr mir, ich gucke mir das an und je nach Leistung dürft ihr mitmachen oder nicht. Also, YouTube weil, war das? Weil ich hab's nur durch die Auswahl geschafft, weil ich nackt war. YouTube, okay. Okay, okay. Weil wenn YouTube da keine Leistung ist, dann ist das halt Content, den ich bei mir nicht präsentieren kann. Da muss ich halt vorher schon ein bisschen aussortieren, deswegen. Ja. Aber danke schön, dass du mich damit eingeladen hast. Ja, ich meine, ich habe ja im ersten Game. Ich muss ja mal voranlegen, ja, um die Latte mal ein bisschen höher zu setzen. Latte. So. Wirklich, niemand sagt so. Was? Ich bin enttäuscht. Was soll man denn sagen? Was ist Blacky? Was kann ich für dich tun? Ich schicke dir nur Safe for Work Stuff, okay, Dave? Depends. Meine Aussage, welche? Dass ich ein Nacktvideo geschickt habe? Okay. So. Dann nochmal vielen Dank fürs Mitspielen. An euch drei. Und ich schmeiße euch jetzt raus. Oh. Tschüss! Okay.